Hallihallo und mal wieder herzlich willkommen bei den Last Movie Heroes. Mein Name ist Patrick und ich habe mir bereits den Film I, Tonya angesehen. Der startet jetzt am 22. März in den deutschen Kinos. Das ist der neue Film von Regisseur Craig Gillespie. Der hatte vorher Lars und die Frauen mit Ryan Gosling gemacht. Falls ihr den verpasst habt, schaut euch den unbedingt mal an. Diesmal widmet er sich allerdings einer Biografie um die berühmt-berüchtigte Eiskunstläuferin Tonya Harding. Einigen von euch ist sie vielleicht als Eishexe bekannt. Hier in dem Film geht es dann eben auch um ihren Aufstieg zur absoluten Weltklasse als Eiskunstläuferin. Mehr möchte ich an dieser Stelle dann aber vielleicht auch nicht sagen, denn vielleicht gibt es ja eben den einen oder anderen unter euch, der eben nicht weiß, was sich da kurz vor den Olympischen Winterspielen im Jahr 1994 so wirklich zugetragen hat. Deswegen sage ich euch jetzt einfach mal, wie mir der Film letztendlich dann gefallen hat. Wir sehen hier einmal Margot Robbie als Tonya. Die macht das dann auch wirklich gut. Sie bringt dann eben auch schon mal gleich diese Probleme auf zwischenmenschlicher Ebene sehr gut rüber und sie hat nun mal ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, die wird von Allison Janney verkörpert. Die macht das auch wirklich so gut, dass sie sich jetzt auch den Oscar als beste Nebendarstellerin redlich verdient hat. Den hat sie jetzt bekommen. Ich muss sagen, sie spielt hier wirklich 1A allein. Ihr Schauspiel ist es eigentlich wert, dass man sich diesen Film ansieht. Und sie sieht aber auch schon durch diese Maske so als total abgeranzte Rabenmutter aus. Sie bringt das auch wirklich widerlich rüber. Ist einfach ein Mensch, wo man sich denkt so, boah, zum Glück habe ich nicht so eine Mutter, also die macht das wirklich so gut. Ich fand die durchweg unsympathisch. Ich glaube, die kann man auch eigentlich gar nicht irgendwie nett finden. Und ich habe lange keine Figur mehr im Kino gesehen, die ich so sehr gehasst habe wie die Mutter von Tonya Harding. Meine Güte, war das widerlich. Aber auch Margot Robbie macht das wirklich gut als Tonya Harding. Man weiß dann auch nie so recht, hat man jetzt Mitleid mit dieser Figur? Gibt man ihr dann doch die Schuld? Tonya Harding jedenfalls scheint sich nie die Schuld eingestanden zu haben. Sie ist da immer nur so reingerutscht und so, was soll ich da sagen? Man ist da halt die ganze Spieldauer über als Zuschauer wirklich in so einem Zwiespalt. Finde ich die jetzt ganz gut, die Figur, oder eben nicht? Das bringt der Film wirklich sehr gekonnt rüber. Aber auch Sebastian Stan spielt hier mit. Auch der hat mir ganz gut gefallen als Freund von Tonya. Der bringt auch so ein bisschen was Verrücktes mit und ich muss auch ehrlich sagen, Sebastian Stan hätte ich durch seinen Schnauzbart fast gar nicht erkannt. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Winter Soldier aus diesen ganzen Marvel-Filmen und da finde ich das auch irgendwie ein bisschen witzig. Der Winter Soldier Sebastian Stan spielt in I, Tonya mit und das Drehbuch hier stammt von Steven Rogers. Also jetzt mal ehrlich, Leute, das kann doch kein Zufall sein. Der wurde doch bewusst so gecastet, oder? Jedenfalls verkörpert hier eine Figur, die nicht so eine ganz helle Leuchte ist und so. Und generell gibt es ja auch die eine oder andere ziemlich unterbelichtete Figur. Und da weiß man halt nie, soll ich jetzt darüber lachen oder soll ich dann auch eher darüber weinen? Denn das, was die da abziehen, alleine auf die Idee zu kommen, das ist schon wirklich hart und man kann es einfach nicht glauben. Und weil das alles so verrückt und kurios ist, driftet das Ganze gerne immer mal wieder in so eine wirklich sehr tief schwarze Komödie ab. Und bis es dann zu diesem vermeintlichen Höhepunkt kommt, den einige von euch vielleicht gar nicht kennen, muss ich sagen, ja, da hat der Film dann vielleicht doch so ein paar klitzekleine Längen und so ein bisschen durchkämpfen musste ich mich doch, obwohl ich den Film insgesamt gesehen sehr unterhaltsam fand, denn erstens lag das an dem Soundtrack, der wirklich super gewählt ist und zweitens auch an diesen ganzen Interviews, die man hier immer mal so zu sehen bekommt. Da bricht der Film dann eben auch die vierte Dimension, indem man den Zuschauer direkt anspricht. Jeder präsentiert ja so seine eigene Wahrheit und seine eigene Ansicht und die komplette Wahrheit, ich vermute mal, wie immer, die liegt irgendwo dazwischen. Ganz am Ende bekommt man dann noch Original-Interview-Aufnahmen zu sehen aus dem Jahr 1994. Da habe ich gedacht so, boah, also der Film ist so authentisch, das ist so verrückt, man kann es eigentlich gar nicht glauben, aber es liegt sehr, sehr nahe, dass sich das so oder sehr, sehr ähnlich abgespielt hat und es ist halt einfach verrückt. Weil mir der Film ganz gut gefallen hat, ich aber hier und dort so ein paar kleine Abstriche machen musste, vor allem was die Länge so angeht, vergebe ich dann I, Tonya am Ende immerhin noch sehr gute 7,5 von 10 möglichen Punkten und so ein bisschen hat mich der Film auch an Molly's Game erinnert, also von der Aufmachung her. Vielleicht wird in Molly's Game eben nicht die vierte Dimension gebrochen und in Molly's Game geht das alles noch viel temporeicher und hektischer zu. Aber an sich ist das auch eine sehr flotte Biografie, die einfach mal ein bisschen anders ist als die anderen Biografien. Es ist nicht so trocken, es kommt ganz witzig rüber und so. Deswegen kann ich euch empfehlen, euch unbedingt mal I, Tonya anzusehen. Dann war's das jetzt von mir und da möchte ich vielleicht an dieser Stelle doch noch einen Wunsch der Zuschauer erfüllen und halt jetzt einfach mal wieder die Klappe.